Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche, passend zum dritten Advent. Das ist ja echt irre, dass wir jetzt schon am dritten Advent sind. Das bedeutet ja, nächste Woche ist dann schon der vierte und dann ist schon Weihnachten und dann noch eine Woche und das Jahr ist gefühlt schon rum. Ja, irgendwie finde ich jetzt tatsächlich, dass der Dezember schon, auch der November, schon ganz schön fortgeschritten ist und recht schnell gegangen ist, obwohl ich das Gefühl sonst sehr, sehr selten habe. Aber ich glaube einfach, wenn man die Zeit intensiv mit schönen Dingen nutzt, dann vergeht sie eben auch für einen selbst ein bisschen schneller. Ich habe es euch ja schon in der letzten Bücherwoche erzählt, dass meine Bücherwoche jetzt die aktuelle mit einem Wochenende in Berlin gestartet ist, weswegen ich in dieser Woche dann auch nur, in Anführungszeichen, nur drei Bücher gelesen habe, beziehungsweise eigentlich nur zweieinhalb, denn leider ist ein abgebrochenes dabei. Mir waren diese Woche tatsächlich wieder ein bisschen mehr nach Podcast und ich habe eine neue Serie angefangen, dazu möchte ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Und es gibt ja auch den Booktuber Adventskalender und da öffne ich bald ein Türchen, das werde ich euch auch erzählen. Und aber wir starten chronologisch wie immer mit den Büchern der Woche. Angefangen hat die Woche ja weihnachtlich und zwar mit Mollys Weihnachtswunder von Melissa Daley. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Ich hoffe, wir kommen da gut durch das Video. Ja, ich habe ja schon in einem Video zu Weihnachtsbüchern so ein bisschen meine Leseliste für Winter-Weihnachtsbücher gezeigt. Und da war Molly ja ganz hoch im Kurs und ich habe es jetzt auch dann sozusagen direkt in der ersten Adventswoche jetzt eben bis zum zweiten gelesen. Und allein dieses süße Cover, ne, da kommt man absolut in Weihnachtsstimmung. Das abgebrochene Buch ist ein Hörbuch und zwar das Neubuch von David Safir. Die Ballade von Max und Amelie. Wie man sieht, auch wunderschön mit zwei Hunden. Und wir wissen ja bei David Safir, dass er immer ein bisschen spezieller in seinen Geschichten ist. Und eigentlich hatte ich mich hier auch drauf gefreut, aber leider war dann nach der Hälfte Schluss. Und das letzte Buch ist dann ein winterliches Buch, Schneesturmküsse, verliebt in Silver Creek von Alan McCoy. Ja, auch ein Buch, was ich glaube ich auch in dem Video schon erzählt hatte, was ja auch so ein bisschen winter-weihnachtlich angehaucht ist. Und wie ihr seht, ich war in dieser Woche einfach schon in Stimmung und ich persönlich bringe mich ja eben auch mit diesen Büchern in eine gemütliche Stimmung, abends auf der Couch, im Bett eingekuschelt, einen Tee oder auch mal einen Fruchtpunsch, der warm gemacht ist, das finde ich mega lecker. Und da bekomme ich einfach eine wunderbare Stimmung. Zudem natürlich auch die Deko. Ihr seht hier jetzt natürlich nur einen ganz kleinen Teil davon, aber so überall in der Wohnung ist Weihnachtsstimmung und das gefällt mir ganz gut. Ja, diese Woche war ja auch relativ stürmisch und nass und kalt. Zum Glück schneefrei. Also ich vermute mal, dass das jetzt nicht mehr lange so sein wird, zumindest meine diese Woche. Ihr seid ja sozusagen eine Woche später wie ich. Wer weiß, wie es dann in der Woche war, aber noch kann ich damit ganz gut leben. Ja, die Woche hat gestartet mit Mollys Weihnachtswunder von Melissa Daley, ein Buch, das ich vom Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox und da es hier Rezensionsexemplare sind, seht ihr hier oben auch irgendwo ein Werbungszeichen, nur damit ihr da Bescheid wisst. Aber Infos, wie gesagt, alle unten in der Infobox. Ja, bereits das erste Buch der Autorin ist auch eigentlich der erste Teil zu dieser Geschichte. Das ist nämlich Glücksbringer auf Samtpfoten, das ich, glaube ich, letztes Jahr im Juni oder Juli gelesen habe und das mir schon sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich einfach fand, dass Melissa Daley ganz, ganz toll, ja, so in die Katze hinein sich begeben hat, um uns diese Geschichte aus der Sicht der Katze zu erzählen. Das klang jetzt irgendwie merkwürdig, aber ihr wisst, was ich meine. Und das hatte mir damals so gut gefallen und deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Buch gefreut. Warum eigentlich das erste Buch, der erste Teil? Weil ich finde, dass man dieses Buch auch tatsächlich ganz unabhängig vom anderen Buch lesen kann. Man muss die Vorgeschichte von Molly nicht kennen, denn wir haben hier den ein oder anderen wichtigen Rückblick, wie Molly dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist und Ähnlichem. Und deswegen muss man Glücksbringer auf Samtpfoten nicht lesen. Aber da es toll war, empfehle ich es euch natürlich. Aber wer jetzt auf ein Weihnachtsbuch Lust hat, der kann hier ganz unabhängig dazu greifen. Ja, wir erleben die Geschichte, wie schon gesagt, aus Mollys Perspektive.
Perspektive. Sie erzählt uns ihr Leben im Katzencafé, was ja ihrer Besitzerin Debbie gehört. Und wir erleben so ein bisschen diesen Alltag, auch wie Molly mit ihren Katzenkindern so umgeht, die sie hat. Und auch mit ihrem geliebten Kater Jasper sozusagen. Wir erfahren das so ein bisschen und dann kommt aber eben so ein einschneidendes Ereignis, dass Linda, das ist die Schwester von Debbie, auftaucht zusammen mit dem Hund Bew und sie trennt sich gerade von ihrem Mann, hat Hund und Gepäck eingepackt und zieht im Grunde bei ihrer Schwester, wo eben auch die Katzen leben, ein. Der Hund ist allerdings alles andere als gut erzogen und die Katzen tun sich doch sehr, sehr schwer mit diesem Neuankömmling. Es passieren einige Dinge im Leben der Katzen und auch im Leben der Menschen, die wir hier erfahren. Und das ist wirklich eine sehr bezaubernde Lebensgeschichte, die eben auch so die Liebe zu Katzen und natürlich ihren Frauchens in dem Fall und auch Katzen untereinander so ein bisschen zeigt. Ich glaube nicht, dass das Katzenleben so verkitscht ist, wie es uns hier drin gezeigt wird. Ich glaube auch nicht, dass Katzen so einen Bezug zu ihren Kindern haben, wie wir das uns so vermenschlicht vorstellen. Das ist so, was ich nachvollziehen kann, mit was vielen ja nichts anfangen können. Mich persönlich stört das aber überhaupt nicht, weil ich finde es schön, dass uns so Katzen auch immer mal so den Spiegel vorhalten und uns zeigen, wie wir Menschen eigentlich ticken. Und das, finde ich, schafft Melissa DeLay auch in dieser Geschichte wirklich ganz wunderbar. Ich mag den Schreibstil sehr gerne. Er ist sehr flüssig, sehr leicht, sehr einfach, hat humorvolle Punkte, er kann sehr gefühlvoll werden, sehr tiefgründig, regt auch zum Nachdenken an und es ist sehr bildhaft geschrieben und auch für mich sehr herzerwärmend. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen und ich fand auch dieses Katzencafé und das hatte ich wirklich auch wirklich sehr, sehr vor Augen. Und finde diese Idee sehr, sehr schön. Die gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland, in vielen Städten, Katzencafés. Und ich habe ja mein Katzencafé sozusagen zu Hause und finde das einfach immer toll, wie eben Menschen, aus welchen Gründen, aus welcher Motivation in so ein Katzencafé gehen oder auch warum manche Menschen eben einfach eine Katze zu Hause haben. Und ich finde das immer sehr spannend und interessant. Und man erkennt sich eben als Mensch und als Katzenliebhaber sehr oft einfach wieder. Und auch das Bildhafte, was Melissa DeLay hier schreibt, fand ich einfach großartig. Ich hatte die Katzen vor Augen, das Café, das Örtchen, durch das uns Molly führt, den anderen Hund, Bew, natürlich auch so die Menschen, was passiert hier und das ist einfach richtig, richtig, richtig schön. Also es ist wirklich wieder ein kleines Highlight für mich, einfach weil es eben so ein Wohlfühlbuch ist, es ist herzerwärmend, es ist gefühlvoll, es ist weihnachtlich und es hat eben so diese Magie, die man sich auch von so einem Weihnachtswunder irgendwie erhofft. Und das hat mir einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann es wirklich jedem zur Vorweihnachtszeit empfehlen. Noch habt ihr ja eine Woche Zeit. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil an der Bücherwoche, dass die eine Woche versetzt ist. Dass natürlich, wenn ich jetzt bis zum 4. Advent noch ein Buch lese, ihr das erst nach Weihnachten seht. Aber vielleicht ist das ja dann auch einfach ein Tipp fürs nächste Jahr. Oder es gibt ja auch viele, die noch im Januar Weihnachtsbücher lesen. Von daher finde ich das gar nicht schlimm. Von mir eine absolute Empfehlung. Wer Tiere, wer Katzen liebt, wer so ein bisschen eine Lebensgeschichte mag, wer sich nicht daran stört, dass die Erzählperspektive aus der Katze kommt sozusagen, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben und dem empfehle ich wirklich dieses ganz wunderbar zauberhafte Buch, was wirklich optisch, also hier sieht man auch nochmal die Katzenkinder, was wirklich sehr niedlich gemacht ist und ich bin gespannt, ob wir noch mehr von Molly erfahren und ob wir nochmal ins Katzencafé kommen. Ich werde auf jeden Fall einen Blick auf die Autorin werfen und immer mal gucken, ob da was Neues kommt, weil ich das wirklich vom Stil her super, super schön finde. Ganz anders dann ein Hörbuch, was ich dann schon parallel gehört habe, und zwar die Ballade von Max und Amelie von David Saphir. Ich habe das Hörbuch gewonnen bei einer Hörrunde auf Lovely Books. Und jetzt habt ihr schon vorhin gehört, dass ich da im Grunde schon nach der Hälfte aufgehört habe, was mir sehr schwer fiel. Also ich habe nochmal kein Problem damit, Hörbücher oder auch Bücher abzubrechen, wenn die mir nicht gefallen. Ich gebe dem Buch in der Regel so ein Drittel der Seitenanzahl Zeit und dabei ist ganz egal, ob es gemeinsam gelesen wird oder nicht. Ich bin da sehr radikal mit meiner wertvollen Lesezeit. Dem Buch hier habe ich aber einfach noch irgendwie eine Chance mehr gegeben, weil es natürlich auch einfach ein Gewinn ist, weil man da in der Hörrunde ist und eigentlich einfach den Austausch natürlich möchte. Aber
nach der Hälfte musste ich bei diesem Buch einfach sagen, das ist nicht mein Buch. David Safir und ich haben sowieso ein sehr gemischtes Verhältnis zueinander. Es gibt Bücher, die ich absolut feiere. Darunter zählt Mises Karma und auch zum Beispiel Plötzlich Shakespeare. Die beiden Bücher fand ich absolut großartig, habe beide, glaube ich, einmal gelesen und einmal gehört. Bin ich ein absoluter Fan davon, finde ich ganz, ganz toll. Ich war schon sehr enttäuscht von Jesus liebt mich und Happy Family. Ich mochte auch dieses Buch mit der Kuh nicht so wirklich. 28 Tage, das Buch, was er im Zweiten Weltkrieg geschrieben, also erzählt, habe ich gar nicht erst gelesen, weil ich einfach wusste, das ist nicht meins. Der Klappentext hier bei Die Ballade von Max und Amelie hat mich aber sehr angesprochen, denn ich hatte eigentlich den Eindruck, dass hier zwei streunende Hunde zueinander finden, beziehungsweise der eine Hund sein Zuhause wieder sucht, nämlich Max, und dann im Grunde Amelie mitnimmt und ja, wir hier so einen Roadtrip aus Hundesicht bekommen. Und ich habe mir einfach, ja, vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie es jetzt auch bei den anderen Tiergeschichten ist, einfach so vorgestellt, dass sich hier eine Freundschaft entwickelt, dass sie uns so aus ihrem Leben erzählen und natürlich unterwegs auch ein bisschen was passiert und ja, es dann irgendwie den Weg nimmt. Ich muss sagen, ich habe mir schon ein bisschen schwer getan mit den Sprecherinnen. Zum einen haben wir hier Jodie Alborn und Vanida Karun. Die kenne ich, also Vanida Karun habe ich dieses Jahr, glaube ich, auch schon ein oder zwei Hörbücher gehört. Wenn nämlich Max eigentlich, ja, ist ja ein Rüde und dann hat man irgendwie eine weibliche Stimme. Fand ich ein bisschen schwierig, aber die Erzählstimme, es ist ja hier kein Hörspiel, sondern ein Hörbuch. Hanna, das war so ein bisschen atmosphärisch für mich ein bisschen schwierig. Ich fand beide aber ganz gut. Ein bisschen schade ist, dass das Hörbuch, glaube ich, gekürzt ist, weswegen ich jetzt auch gar nicht groß sagen kann, was mir fehlt, ob mir was Wichtiges fehlt. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass das gekürzt war, wobei es von der Zeit mit über 7 Stunden auf die Seitenzahl eigentlich schon hinkommt. Aber es steht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr da. Es kann auch sein, dass ich es auf der Internetseite dann gelesen habe. Ja, so viel zum Hörbuch. Es war in Ordnung gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch einen männlichen Sprecher besser gefunden hätte. Ja, wir treffen hier die einäugige Hündin Narbe, die dann eben zu Amelie vermeintlich wird, und die lebt mit ihrem Rudel auf einer Müllkippe und sie erzählt uns so von ihrem ja, sehr schweren Leben dort, vom ständigen Hunger und ja, wie das Leben auch im Rudel ist, warum sie ihr Auge verloren hat, das eine, und das erzählt sie uns sehr eindringlich. Es geht hier wirklich auch um den Kampf ums Überleben und eben das aus der Sicht einer Hündin. Eines Tages trifft sie auf einen schwarzen Hund, ja, den besagten Max, der eigentlich ein Haustierhund ist, der aber von seiner Familie irgendwie ausgesetzt wurde, und er möchte jetzt eben nach Hause zurückkehren und er möchte Narbe, Amelie, eben zeigen, dass das Leben auch anders sein kann, und so machen sich beide eben auf den Weg von dieser Müllkippe weg auf der Suche nach Max zu Hause. Und ja, ja, weitergefühlt bin ich gar nicht gekommen. Also ich habe ja nur die Hälfte gelesen bzw. gehört, und da sind sie eben noch auf diesem Roadtrip, wollen wir es mal so nennen. Mein Problem mit dem Buch ist, dass das sehr brutal ist, sehr eklig ist und es sehr viel Tierquälereien gibt. Und das ist was, was ich einfach nicht kann. Ich tue mir sehr schwer, wenn Tiere gequält werden, nicht nur in Büchern, Geschichten, sondern sowieso im wahren Leben. Und ich tue mir auch sehr schwer bei Kindern. Das, auch wenn es fiktionale Thriller sind, wenn da Kinder im Spiel sind, das finde ich ganz, ganz schlimm. Irgendwie bei Erwachsenen, da ist mein Schmerzpunkt, glaube ich, einfach höher. Aber bei Tieren und Kindern finde ich das wirklich ganz, ganz heftig. Zudem wird uns hier auch sehr anschaulich gezeigt, was mir schon einfach zu viel des Guten war. Ich mag es ja sowieso nicht, wenn so draufgehalten wird auf solche Situationen, sowohl in Büchern wie in Filmen. Aber hier hält David Safir komplett drauf und erzählt uns, was passiert ist, wie es passiert ist, was das in den Tieren ausgelöst hat, vermeintlich, also in den Charakteren, wenn man ja so möchte. Und ich muss sagen, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich habe nicht erwartet, dass ich ein so tierquälerisches Buch in Händen halte,
was mir so nah ging. Ich habe wirklich Tränen geweint. Ich hatte ein Kloß im Hals, mir war übel davon und ich musste zwischendrin immer wieder das Hörbuch anhalten, weil ich es einfach nicht ertragen habe. Dann gab es zwischendurch natürlich auch diese Geschichten so, oh, wie war meine Familie vorher, und erzählt Max auch, wie seine Familie so tickte. Das fand ich sehr schön, das fand ich auch berührend und ich kann mir vorstellen, dass Tiere das eben auch so empfinden. Aber es kam eben immer wieder dazwischen zu diesen Szenen, mit denen ich einfach nichts anfangen konnte. Und das Problem ist noch dabei, dass wir nicht nur diese Tierquälereien haben, sondern dass der Autor diese auch sehr kalt und gefühllos rüberbringt. Und das fand ich ganz schwierig. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ein Tier hat vielleicht nicht diese Art Gefühle, wie sie der Mensch hat. Und wenn er davon erzählt, ist das eben kühler. Aber dann kann ich die Geschichte auch einfach gleich lassen. Also entweder möchte ich das Tier zeigen als ein gefühlvolles Lebewesen, als ein intelligentes Lebewesen, oder ich kann es auch lassen. Also so richtig konnte ich da nicht nachvollziehen, was David Safir eigentlich mir erzählen möchte. Was ich ganz interessant einfach fand, sind so die Sicht von den Hunden auf die Welt, auf die Menschen. Es war aber nicht sehr konsequent erzählt. Es gibt Begrifflichkeiten, mit denen Max um sich wirft, die Nabe Amelie nicht kennt. Dafür gibt es dann wieder andere Dinge, die beide kennen, die für sie ganz normal sind, obwohl sie auch ein menschlicher Begriff sind. Und da müsste halt einfach konsequent in Frage gestellt werden. Ja, natürlich wäre die Geschichte dann sehr langweilig, weil ja ständig irgendeiner der Hunde fragt, was ist denn das? Aber dann lasse ich es eben ganz. Entweder kennen die Hunde unsere menschlichen Begrifflichkeiten oder eben nicht. Also diese Vermischung war irgendwie, was mich tatsächlich irgendwie gestört hat, weil es auch keiner logischen Folgerung irgendwie nachträglich war. Und ja, es kam dann auch so ein bisschen das Thema Wiedergeburt, Reinkarnation vor, was ja bei David Safir immer ein sehr großes Thema ist. Dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Aber es wirkte hier für mich einfach sehr unglaubwürdig. Und das hängt einfach mit meiner Sicht auf den Buddhismus und der Wiedergeburt zusammen und ja, welchen Weg ich im Grunde für Tiere sehe. Und das widersprach einfach dem, was David Safir hier erzählt hat. Ich möchte da jetzt gar nicht viel näher drauf eingehen, das würde den Rahmen auch sprengen. Aber mich konnte David Safir hier nicht abholen, er konnte mich nicht mitreißen, er konnte mich nicht packen. Er konnte mein Bild im Kopf entstehen lassen. Ja, sonst weint man nicht, sonst ist man nicht berührt, sonst hat man auch nicht diese Wut so in sich, die ich hier wegen der Tierquälerei hatte. Aber mehr war da eben nicht. Und ich habe wirklich mit mir gehadert, es weiterzuhören, aber ich konnte und ich wollte dann eben auch einfach nicht. Und ja, deswegen habe ich es einfach nach der Hälfte abgebrochen. Ich finde schon, dass David Safir schreiben kann. Das hat er in anderen Büchern ja bewiesen. Aber er kriegt es eben für mich nicht so hin, wie ich es von früher von ihm eben einfach mochte. Und ich weiß nicht, ob ich ihn weiter verfolgen werde oder ja, ob das einfach so, ja, einfach das letzte Buch erstmal für einige Zeit von ihm sein wird. Also auch das Cover allein, wenn man sich das so anguckt hier, das widerspiegelt überhaupt nicht das, was in dieser Geschichte drin steckt. Und ja, schade. Es tut mir auch wirklich unglaublich leid, aber ja, es wäre einfach für mich nicht weitergegangen und es muss auch eben gar nicht für einen weitergehen, wenn man merkt, dass es einen nicht an eine Geschichte heranzieht. Und das letzte Buch der Woche ist dann Schneesturmküsse, verliebt in Silver Creek von Alan McCoy. Wieder etwas Winterliches, Weihnachtliches, worauf ich mich auch schon sehr, sehr gefreut hat. Hinter dem Pseudonym Alan McCoy steckt Elvira Zeisler, die ich bereits schon ja, eine ganze Weile verfolge als Autorin, auch schon vor vielen Jahren, wo sie unter ihren richtigen Namen hat sie ja auch mein Urban Fantasy Buch herausgebracht. Ich habe in diesem Jahr von Alan McCoy Alaska wider Willen gelesen, ich glaube Teil 1 und Teil 2, nachdem sie mir auf der Leipziger Buchmesse so ein bisschen von der Geschichte erzählt hat, und dann durften eben auch, glaube ich, Band 1 und 2 bei mir einziehen und haben mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. So bin ich natürlich dann auch über dieses Buch gestolpert und ich glaube für 1,99 war es zum Einführungspreis auf Amazon und da habe ich mir dieses Büchlein dann eben auf den Reader geholt. Schneesturmküsse in Silver Creek, verliebt in Silver Creek, spielt, wie der Titel schon sagt, in Silver Creek. Einen Dörflein, irgendwo
im Nirgendwo und wir treffen auf Beth, eine ja, um die 30-jährige junge Frau, die kurz vor Weihnachten ihren Job verliert und sie denkt sich so als Singlefrau, ich mache mich jetzt einfach auf den Weg und verbringe meine Vorweihnachtstage einfach an einem schöneren Ort. Und leider hat sie eine Autopanne in Silver Creek und ihr bleibt da gar nichts anderes übrig, als da übers Wochenende zu bleiben. Allerdings sind alle Hotels voll, denn es ist eine Messe an diesem Ort und ihr wird dann eigentlich nur geraten, im Hotel des etwas rüppigen Richard zu übernachten. Ja, dort kehrt sie auch hin, trifft auf Richard, der ein sehr zynischer und abweisender junger Mann ist und dort bleibt sie dann erstmal fürs Wochenende. Er möchte mit ihr aber überhaupt nichts zu tun haben, er möchte nicht an sein Leben davor erinnert werden und er tut sich doch ein bisschen schwer mit diesem Gast und auch mit Beth als Person. Es gibt hitzige Wortgefechte zwischen den beiden und doch fühlen sich beide irgendwie zueinander hingezogen und so haben wir natürlich eine doch vorhersehbare Liebes- und auch Lebensgeschichte, die aber einfach ganz, ganz tolle Wendungen hat, Irrungen hat und Verwirrungen auch hat mit wunderbaren Dialogen und hochkochende Emotionen so rum und das einfach Spaß macht. Ja, hier geht's mir einfach auch, wie es ja sehr oft bei Liebesgeschichten der Fall ist, man ahnt irgendwie den Weg, den diese Geschichte nimmt, beziehungsweise kennt man am Ende das Ziel, aber eben der Weg ist eben das Wichtige und das ist ja bei vielen Liebesgeschichten so, man kann oftmals einfach erahnen, wo geht der Weg hin, aber der Weg muss dann eben das Besondere sein und das schafft für mich Elle McCoy hier wirklich auch in ganz toller, großartiger Form. Sie erzählt diese Geschichte von Beth und auch von Richard, sie bringt uns Silver Creek näher, dieses kleine Städtchen, das so ja doch irgendwie seine eigene Uhr hat, nachdem es tickt. Und ja, das erzählt sie uns sehr bildhaft, sehr lebendig, mit wirklich ganz, ganz tollen Dialogen. Es sind wirklich Wortgefechte, die wirklich sehr schnell hin und her gehen und man wirklich den Eindruck hat, man ist irgendwie dabei. Und es braucht nicht großer Pausen, es braucht nicht großer Beschreibungen, sondern dieses Buch lebt auch so ein bisschen von den Dialogen, was mir besonderen Spaß gebracht hat. Elle McCoy schreibt auch wirklich sehr bildhaft. Also man hatte den Ort vor Augen, die Charaktere, das Hotel, den Schneesturm und auch, ja, um was sich diese Messe im Grunde so rankt, bringt sie unglaublich toll rüber. Und man hat da sehr detailverliebte Dinge, die einem erzählt werden in der Geschichte. Und mir macht das einfach großartigen Spaß, das dann auch zu lesen, mitzufiebern, mitzugehen und einfach auch Emotionen aufzubauen. Und ich habe wirklich so in zwei Schwupsen habe ich dieses Büchlein gelesen, was mir einfach wirklich gut gefallen hat. Ich kam leider nicht so ganz mit Beth zurecht. Ich habe irgendwie immer mal so meine Probleme mit den weiblichen Charakteren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Leider auch in diesem Fall. Sie war doch in mancher Art nicht ganz so, wie ich mir einfach eine Anfang 30-Jährige vorstelle. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde das manchmal ein bisschen schade, aber das ist wirklich nur eine ganz kleine Kritik, weil alles in allem fand ich auch diese Geschichte wirklich ganz, ganz wunderbar. Sie hatte auch wirklich viele spannende Wendungen, mit denen man einfach nicht gerechnet hatte und man geht einfach so mit und man fiebert so mit und man fühlt so mit und das ist das, was ich bei diesen Geschichten einfach wichtig finde, dass ja, das Herz berührt wird, dass einem warm darum wird und dass man einfach so die Kälte draußen irgendwie vergisst und so in seiner kleinen Welt im Grunde abtaucht und einfach Spaß hat. Und für mich ist Schneesturmküsse wirklich auch jetzt für diese Jahreszeit einfach ein perfektes Buch, was mir viel Lesespaß gebracht hat. Und wenn wir noch ein bisschen an Beth arbeiten könnten, dann wäre es wirklich ein absolut großes Highlight geworden. So ist es nur ein kleines, was aber absolut in Ordnung ist für dieses Genre und auch für diese Art von Buch. Und ich finde einfach, dass Elle McCoy ganz, ganz toll schreibt und einfach auch ganz spezielle Charaktere erschafft. Das war auch schon bei Alaska wider Willen so. Und da spürt man eben auch hier, dass das nicht irgendwie 0815 Charaktere sind, sondern dass da durchaus eben was dahinter steckt. Und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Und da bin ich einfach froh, dass ich es gelesen habe. Ja, auch ein bisschen begonnen zu lesen habe ich in der neuen Flow.
Und zwar, ja, das ist jetzt so die Winter-Weihnachtsausgabe. Hier ist auch wieder der Kalender drin für 2019, der sich hier gefühlt gerade auflöst. Das ist ja dieser 365-Tage-Kalender, den man am besten so auffädelt auf eine dünne Schnur. Und es sind hier wunderschöne Abbildungen wieder mit drin. Es ist auch enthalten, soweit ich mich erinnere, Weihnachtspapier war, glaube ich, mit drin. Und ja, ich habe eben schon begonnen, so ein bisschen zu lesen. Ich finde, es gibt gefühlt nichts Schöneres, gerade am Wochenende aufzuwachen, Rollo hoch, sich nochmal ins Bett zu kuscheln und zu Flo zu greifen. Ich finde das, oder auch zu Hücke. Das ist für mich wirklich, das ist für mich so ein Luxus-Morgenritual fürs Wochenende oder für freie Tage. Finde ich wirklich toll. Kann ich wieder nur empfehlen. Ich bin ein Fan der Flo und auch der Hücke. Und beide sind wahrscheinlich jetzt wirklich so die, ja, Mindstyle-Hefte-Magazine, die bei mir regelmäßig einziehen und ja, so übrig geblieben sind von all denen, die ich ja im Grunde auch angefangen habe. Also auch wieder Empfehlung. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe vielleicht so die ersten, muss mal gucken, nicht ganz 40, nein, 35 Seiten. Ja, und ich lese hier drin wirklich sehr, sehr intensiv und gerne. Zudem habe ich die Woche auch wieder ein bisschen Podcast gehört. Ich probiere mich jetzt an verschiedenen Podcasts aus. Auch hier ist das große Thema immer Mindstyle. Also es geht um Achtsamkeit und Dankbarkeit und da auch so ein bisschen so Yoga-Flow. Ja, das finde ich immer sehr spannend, interessant. Da probiere ich mich gerade in einigen Podcasts, höre dann eben auch einfach mal zwei, drei Folgen an und entscheide, ob ich das weiterverfolge oder nicht. Wenn euch da nochmal ein Video irgendwie interessiert, ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder wenn ihr selbst Tipps habt zu Podcasts, würde ich mich auch sehr freuen. Ich höre die im Übrigen über Spotify, weil ich immer mal wieder gefragt werde. Ja, sonst habe ich keine weitere App in irgendeiner Art und Weise. Ich höre auch immer mal über Audible, da folge ich aber wirklich aktuell nur einem Podcast, von daher ja eher wirklich alles über Spotify. Dann habe ich eine neue Serie begonnen und zwar die Gilmore Girls. Ja, die laufen ja auf Netflix und ich weiß, dass ich damals, als sie im Fernsehen gestartet sind, dass ich damals drei, vier Folgen angeguckt habe. Ich wurde aber nicht so richtig warm mit der Serie und die lief ja dann, glaube ich, auch wöchentlich und irgendwie war das nicht so richtig meins. Es schwärmen aber so viele Menschen unabhängig voneinander von den Gilmore Girls, dass das eben so eine Wohlfühlserie ist, die eben perfekt jetzt auch für diese Herbst-Winterzeit ist. Und ja, so habe ich mich diese Woche mal dran versucht und habe, glaube ich, jetzt sechs oder ja, sechs Folgen angeguckt. Und ja, ich werde nach wie vor irgendwie nicht mit den beiden Charakteren, Hauptcharakteren warm. Sowohl mit Lorelei als auch mit Rory habe ich irgendwie meine Probleme. Auch die Kaffeesucht erschließt sich mir nicht so richtig. Wenn in jeder Folge irgendwie 10-mal Kaffee gebraucht wird, weiß ich nicht, ob das so ein Running Gag ist oder ob ich das einfach nicht verstehe, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Ja, da tue ich mir tatsächlich noch ein bisschen schwer. Wem ich allerdings super niedlich finde, ist Dean, den wir ja dann auch als Sam in Supernatural kennen. Auch eine Serie, mit der ich nach der ersten Staffel nicht mehr so viel anfangen konnte. Aber hier ist der Schauspieler noch unglaublich jung. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Gilmore Girls gestartet sind. Ob das sind doch bestimmt schon über 10 Jahre. Und ja, da ist der unglaublich jung, unglaublich niedlich. Und wäre ich gerade 16, würde ich, glaube ich, hätte ich den auch toll gefunden. Also kann ich, das ist wirklich so mein Highlight und ich mag den an der Rezeption, diesen Franzosen Michel. Ich finde den so lustig, finde ich großartig. Auch die Köchin, deren Namen ich schon wieder verdrängt habe, finde ich toll. Es ist natürlich ein bisschen viel Klischee dabei, es ist ein bisschen viel Kitsch dabei, es ist, ja, na, das ist manchmal so das, was ich persönlich nicht ganz so gerne mag, ja auch in Büchern. Aber ich möchte der Serie auf jeden Fall eine Chance geben, weil mir wirklich bestimmt 4, 5 Freundinnen sagen, guck und schau zumindest mal die erste Staffel. Und ja, und es ist auch nicht so, wie wenn ich mich total darüber aufrege. Es ist wirklich eher so ein Zurücklehnen, gucken, immer mal lachen, auch mal Augenrollen, keine Frage. Aber noch bin ich eher positiv gestimmt und werde da auf jeden Fall weitersehen. Und könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, ob ihr die Serie mögt. Und ja, immer her mit den Infos. Ich bin auch ein Teil des BookTube-Adventskalenders und den gibt es ja in diesem Jahr wieder. Und mein Türchen folgt jetzt am Dienstag, den
18. Dezember. Ich hoffe, es ist der Dienstag, wenn es nicht der Mittwoch ist. Doch, es ist der Dienstag. Ja, ich habe etwas geplant, was aktuell noch so aussieht, wie wenn es nicht klappt, weil es draußen eben nicht winterlich wird. Aber vielleicht hat sich das ja dann in der Woche, also in den nächsten Tagen, vielleicht kriege ich es doch noch irgendwie hin. Ansonsten muss ich meine Idee einfach irgendwie umdrehen und werde irgendwas anderes daraus machen. Ja, so ist das. Wenn man etwas plant und denkt, ja, das Wetter wird schon mitspielen, ist das aktuell aber nicht tut. Und dann bin ich etwas unvorbereitet. Aber jetzt weiß ich zumindest, ja, nächstes Jahr zu Weihnachten bin ich vorbereitet und werde dann einfach das, was ich eigentlich jetzt brauche, dann fürs nächste Jahr machen und dieses Jahr mir was anderes ausdenken. Aber ja, es gab bisher wirklich ganz, ganz wundervolle Türchen von Buchtipps, Filmtipps, Geschenkideen, Karten selber basteln, Winter-Weihnachtstags, finde ich immer sehr unterhaltsam, mag ich unglaublich gerne und ja, guck da eben auch einfach mal vorbei. Ja, und ich glaube, das war jetzt alles auf meinem Notizzettel, habt ihr auch schon wieder lang genug gequasselt. Ich hoffe, ihr hattet ja, auch eine lesereiche oder auch serienreiche Woche. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so gelesen, geguckt, gehört habt. Immer her damit mit euren Tipps und Empfehlungen. Und ihr findet alle Infos natürlich wie immer unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen dritten Advent, einen schönen Tag, einen schönen Abend, natürlich auch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.